Ja, einen wunderschönen guten Abend, Christiane Seuss-Schöller. Vielleicht kann ich sagen, last but not least, viele von den Dingen, die Sie heute schon gehört haben, werden sich hier ein bisschen wiederholen, ein Stück wiederholen. Mich freut es total, weil es einfach so schön ist, wenn sich so viele Dinge, wenn man merkt, es kommen mehrere Menschen zusammen und die Dinge ergänzen sich, das verstärkt Wirkung. Und daher bin ich also hoch motiviert. Wie gesagt, manche Dinge, zum Beispiel die Fahrradmetapher, die werden Sie von mir auch noch einmal wohl auch in ein bisschen einer veränderten Form hören. Und auch viele der Entscheidungsprinzipien, die Soziokratie hat, also einige Grundprinzipien der Soziokratie sind in die Holacracy eingeflossen und manches ist aber doch wieder ganz anders, also sehr spannend und ich finde das total schön und freue mich sehr. Danke auch, dass Sie noch da sind. Es ist ja doch schon ein bisschen später geworden heute und ich hoffe, ich werde mit Geschwindigkeit und mit Elan meine Sache durchbringen, damit wir nachher dann uns eher auf die Fragen konzentrieren können. Aber ein bisschen was braucht es und da lege ich jetzt gleich los. Grundsätzlich, meine Kollegin Karin Holzinger und ich leiten das Zentrum für integrale Führung und haben gemeinsam einige Jährchen Organisationsentwicklung am Buckel und arbeiten sehr viel mit Führungskräften in sehr unterschiedlichen Organisationen. Das kann jetzt sein, ein Verein kann sein, ein kleines Elektrounternehmen im Waldviertel oder im Weinviertel bis hin zu multinationalen Organisationen. Und das Spannende ist, dass eigentlich, wir arbeiten in der Organisationsentwicklung, wie gesagt, und sehr viel mit den Führungskräften. Und gerade, und das hat gar nichts mit der Krise zu tun, so in den letzten, ich würde mal sagen, 5, 6 Jahren, gibt es Phänomene verstärkt in Organisationen, mit denen wir sehr, sehr stark konfrontiert sind. Das sind die Herausforderungen, mit denen Organisationen heute konfrontiert sind. Das fängt an mit lähmenden Meetings, mit Überlastung, mit Angst, mit schwerfälligen Entscheidungsfindungsprozessen, mit Machtspielen, mit riesigen Kommunikationsproblemen. Alles Spannungen in Organisationen, die die Menschen belasten, die Führungskräfte belasten, die Mitarbeiter belasten, die Energie verschleißen. Und das Interessante ist, dass es ja seit vielen Jahren schon hochinteressante Methoden gibt, die in Seminaren, in unterschiedlichsten Seminaren auch den Menschen zur Verfügung gestellt werden. Es ist ja nicht so, dass Organisationen nicht auch ordentlich Geld in die Hand nehmen, um ihre Organisationsmitglieder zu befähigen. Die gewaltfreie Kommunikation, alle Themen rund um die Wertschätzung, von der systemischen, von den systemischen Sachen angefangen. Also es wird ja ununterbrochen Führungskräften und Mitarbeitern Entwicklungsprogramme angeboten, alles mit dem Ziel, es muss ein besseres Miteinander geben. Das Interessante dabei ist, das erleben wir ja immer wieder und ich weiß jetzt nicht, vielleicht manche von Ihnen auch, man arbeitet 2, 3 Tage oder vielleicht sogar über ein halbes Jahr noch viel mehr Tage mit Menschen. Man berührt Menschen, man kommt in einen Austausch, es gibt Resonanzen, Menschen verstehen, was Wertschätzung, was Empathie, was gewaltfreie Kommunikation, was auch immer ist. Und dann gehen sie in die Organisationen zurück und nach 3 Tagen ist es so, als ob es nie passiert wäre. Was ist das? Warum ist das? Und uns treibt es natürlich und mit dieser Frage schon sehr lange herum. Und die Schlussfolgerung ist ganz einfach für uns. An der Einzelperson, an der Befähigung der Einzelperson zu arbeiten, ist wunderbar. Es verliert aber oder dabei ist der Blick nicht auf die Organisation gerichtet. Und es braucht grundsätzlich Veränderungen in den Grundparadigmen der Organisation, damit diese Dinge, die uns Menschen hier schon seit vielen Jahren zur Verfügung gestellt werden können, auch tatsächlich wirksam gelebt werden können. Das heißt, es braucht einen ganz grundsätzlichen Paradigmenwechsel in der Form der Organisation, in der Funktionalität der Organisation, damit Menschen befähigt, gleichwertig, allgemein in die Macht eingebunden sind, in die Entscheidungsfindungen eingebunden sind. Und auf unserer Suche danach haben wir eine Antwort gefunden für uns und diese Antwort heißt Holacracy und das ist das, wovon wir Ihnen heute erzählen. Was braucht es aber, wenn wir von diesem fundamentalen Paradigmenwechsel in Organisationen sprechen, was braucht es denn eigentlich?
Und die Antwort, die Holacracy hier gibt, ist, es braucht ein ganz klares Betriebssystem, das ist eine bewusste Ausleihen des Begriffs aus der IT, ein Betriebssystem für Organisationen, wo diese Spannungen, von denen ich vorher auch gerade gesprochen habe, also alles das, was Menschen als Spannungen, als energetischen Zustand, und dabei meine ich nicht nur den negativen, sondern durchaus auch den positiven, aber das System der Organisation muss Räume schaffen, in denen diese Spannungen immer Beachtung finden und auch bearbeitet werden können. Die Bearbeitung von Spannungen muss die Organisation leisten. Und nur zur Definition von Spannung, eine Spannung spüre ich dann, wenn ich einen gegenwärtigen Zustand wahrnehme und der Zielzustand, wie ich es hätte, da ist ein Gap dazwischen, da ist eine Lücke dazwischen. Das ist dann, erfahre ich eine Spannung. Und das kann jetzt sein, dass ich eine sensationelle neue Idee für ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung habe, kann aber auch sein, dass ich in meiner Arbeit beeinträchtigt bin, demotiviert bin, weil die Dinge nicht so funktionieren, wie ich glaube, dass sie funktionieren sollten und ich nicht weiterkomme. Es braucht in der Holokratie, in der holokratischen Organisationsform, die bietet die Möglichkeit, dass diese Spannungen übersetzt werden in Handlungen, die sinnvoll und bedeutend für die Organisation sind. Und darüber hinaus braucht es auch noch eine völlig neue Art der Steuerung. Wir haben gehört, vorhin jetzt gerade auch schon, das Thema ist die dynamische Steuerung. Ja? Und um in diese dynamische Steuerung zu kommen, braucht es eben das, was ich vorher schon gesagt habe, diesen ganz grundsätzlichen Paradigmenwechsel. Was heute ganz ursächlich in den hierarchischen Organisationen gemacht wird, ist das System, wir planen und wir kontrollieren den Weg. Wir planen uns eine Zukunft, wir sagen, in einem Jahr soll die Zukunft so ausschauen, behaupten zu wissen, wie die Zukunft ausschauen könnte. Eine wunderbare Illusion. Und dann beschreiben wir in der Planung auch noch den Weg, wie wir dorthin kommen. Und wenn wir geplant haben, kontrollieren wir, ob wir eh am richtigen Weg sind. Und wenn wir unterwegs feststellen, wir sind nicht am richtigen Weg, dann finden wir einen Schuldigen dafür. Oder vielleicht überlegen wir den Weg, aber in den ganz seltensten Fällen überlegen wir uns, ob das Ziel überhaupt noch angemessen ist. Weil wir können es sowieso nicht wissen, was in einem Jahr los ist. Und jetzt kommt wieder die Strapaze der Fahrradmetapher in aller Kürze. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Gruppe von Fahrradfahrern und sagen, okay, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir wissen genau, wo wir hinwollen und jetzt planen wir einmal. Ja, und gehen einmal so den klassischen Projektplanungsansatz an. Wir stellen die Räder alle genauso hin, wir setzen uns auf die Räder, wir treten und fahren 200 Meter steil geradeaus und dann gibt es eine Kurve, daher lenken wir 30 Grad nach rechts, treten vielleicht ein bisschen langsamer und so weiter. Bis ins kleinste Detail planen wir es, dann haben wir es beschlossen und jetzt fahren wir los. Und was passiert dann? Weil dann, wenn wir am Fahrrad sitzen, lassen wir unseren Projektplan sehr schnell fallen. Und dann sind wir präsent und nehmen wahr, was hier ist, weil da liegt nämlich vielleicht ein Stein auf der Straße oder es kommt ein Auto von rechts, das haben wir nämlich in unsere Planung nicht eingesehen. Ja? Und dann geht es darum, das neue Paradigma, daher auch nochmal die Strapaze von dieser Metapher, das wahrnehmen, was jetzt ist und angemessen handeln. Aus dem heraus kommt die Dynamik. Wir schauen, Brian Robertson von der Holacracy sagt, we ruthlessly face reality. Bedingungslos stellen wir uns der Realität und sind in der Lage, auf das zu reagieren. Weil dann können wir nämlich zügig und sicher mit unserem Fahrrad in die Richtung fahren, in die wir gerne fahren wollen. Es geht also ganz grundsätzlich um den Paradigmenwechsel von Planen und Kontrollieren hin zu Wahrnehmen, was ist und angemessen handeln. Das heißt, die dynamische Steuerung und für Organisationen heißt dynamische Steuerung primär die Latte für Entscheidungen wesentlich tiefer legen. Das heißt, es geht grundsätzlich immer darum, zu entscheiden, was ist der nächste machbare Schritt und nicht, haben wir auch schon gehört, die beste Lösung für die nächsten 5 Jahre zu finden. Jedes Thema kann jederzeit neu verändert, neu überdacht und neu gelöst werden.
Entscheidungen werden zum spätest verantwortbaren Zeitpunkt getroffen. Bitte zum spätest verantwortbaren Zeitpunkt getroffen. Und auf diese Art und Weise steuern wir schnell und in kleinen Schritten und wir bekommen laufend Feedback. Wenn wir eine Entscheidung auf den nächsten machbaren Schritt treffen, können wir feststellen, okay, dieser Schritt war ein guter Schritt, Feedback zurück in die Organisation, bleibt in dieser Methode weiter. Funktioniert nicht, Feedback in die Organisation passt an, wieder nächster Schritt, Feedback. Das ist im Prinzip das klassische Schema einer lernenden Organisation. Und das ist die Grundlage für dynamische Steuerung in Organisationen. Und das ist das, was Holacracy bietet. Holacracy ist ein Betriebssystem für Organisationen. Es ist eine Praxis und keine Theorie oder ein Modell. Holacracy ist die praktische Beschreibung des guten Miteinanders in der dynamischen Steuerung in einer Organisation. Holacracy ist eine vollkommen neue Grundlage für Macht und Verantwortung. Und da darf ich mich jetzt auch wieder sozusagen auf dieses vernetzte und verteilte Bild berufen von unserem ersten Vortrag auch. In einer holakratischen Organisation ist Macht und Verantwortung gleichmäßig über die gesamte Organisation verteilt. Es ist eine organische Organisationsstruktur. Ich habe eingangs schon gesagt, es braucht den Blick auf die Organisation und die Organisation als einen eigenen Organismus zu betrachten, ist sehr, sehr hilfreich, die Dynamiken in einer Organisation zu berücksichtigen und hier eben eine organische Organisationsstruktur aufzubauen. Und jetzt ist das Kernthema, und das ist das, was wir vorhin schon in den Fragen hatten, eine holakratische Organisation orientiert sich an ihrem Seinszweck, an dem ursächlichen Seinszweck dessen, was die Organisation in die Welt bringen will und was die Welt von der Organisation will. Dort kommt die Ausrichtung her. Es ist so, dass jede Organisation einen Seinszweck hat. Irgendwann einmal wurde die Organisation gegründet und da war ein wirklich guter Zweck und ein Zweck getragen auch von den Menschen, die eine Organisation gründen. Die Dynamiken in unseren hierarchischen Organisationen mit Machtspielchen und allem, was wir schon gehört haben, ist das, was häufig die Aufmerksamkeit ablenkt und das Bewusstsein für diesen Seinszweck vollkommen ins Nichts verschwinden lässt. Wenn wir heute anfangen, eine Organisation holakratisch aufzusetzen, beginnen wir damit, den Seinszweck wieder zu erkennen und zu heben, um die Ausrichtung der gesamten Organisation zur Erfüllung dieses Seinszwecks gewährleisten zu können. Schauen wir noch einmal auf die Beobachtung von Spannung. Wir haben das heute schon gehört, genauso wie in der Soziokratie ist eine holakratische Organisation in Kreisen organisiert, die über zwei Personen, über diese zwei Verbindungen verbunden sind. Ich glaube, dass die Aufgabenbeschreibungen dieser Verbindungen zwischen der Holakratie und der Soziokratie ein bisschen unterschiedlich sind, aber grundsätzlich gewährleistet diese Doppelverbindung den Informationsfluss quer durch alle Kreise und quer durch die gesamte Organisation. Eingebettet ist die Organisation mit ihren Kreisen in den Seinszweck der Organisation und in die Ausrichtung dieses Seinszwecks. Und jetzt passiert hier so das tägliche Leben, das Arbeiten und es entstehen Spannungen auf unterschiedlichen Ebenen. In der Holakratie gibt es für jede Art oder für jede Ebene von Spannungen den eigenen Raum, um diese Spannungen zu bearbeiten. Entweder es geht um operative Spannungen, das heißt völlig am täglichen Tun, an der inhaltlichen Arbeit, dann gibt es die operativen Meetings, einen dafür genau beschriebenen Prozess. Im operativen Meeting geht es darum, diese Dinge zu erörtern und zu diskutieren, zu synchronisieren. Das Ergebnis des operativen Meetings ist völlige Klarheit über laufende Projekte, neue Projekte und die daraus sich abzuleitenden nächsten Schritte. Ein sehr wichtiger Begriff in der Holakratie ist die Governance. Governance ist die Beschreibung der Steuerung und immer dann, wenn es darum geht, welche Rollen haben wir hier, welche Verantwortlichkeiten haben diese Rollen und welche Richtlinien und Regeln brauchen wir für das gute Miteinander, diese Entscheidungsebene wird im Governance-Meeting getroffen.
Auch da gibt es einen sehr klar strukturierten Prozess, der führt, und auf den gehe ich dann später noch einmal ein. Eben, wie ich das vorhin schon gesagt habe, aus den Governance-Meetings, dort wird entschieden, welche Rollen brauchen wir, welche Verantwortung übernimmt diese Rolle und welche Richtlinien und Regeln brauchen wir für unser Miteinander. Jeweils immer bitte auf einen ganz bestimmten Kreis bezogen. Diese Entscheidungsstrukturen gibt sich jeder Kreis selbst. Und dann gibt es natürlich den Strategie, die Strategie-Meetings, die Strategie abgeleitet aus dem Seinszweck der Organisation. Hier wird abgestimmt und durch Reflexion und Erkundung der Fokus gelegt der Organisation, der Fokus auf die strategischen Initiativen und natürlich das Angebot, das die Organisation zu geben hat. Die dynamische Steuerung und die Governance, die Paarung von den beiden muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Grundsätzlich, sie muss alle beteiligen. Alle. Das ist das Wesen, das finden wir in der Soziokratie, das finden wir in der Holokratie ganz genauso. Da geht es auch um dieses Thema, dass jeder den Raum und die Möglichkeit hat, sich gleichwertig einzubringen. Sie entwickelt sich kontinuierlich, das kommt aus dieser kurzfristigen Entscheidungsfindung und der Möglichkeit, immer wieder zu lernen aus dem Feedback, das aus der Umsetzung der Entscheidungen kommt. Sie ist auf die Gegenwart ausgerichtet, vom Grundparadigma her, das wahrzunehmen, was ist und angemessen zu handeln. Und sie ist, noch einmal, das kann man gar nicht oft genug sagen, im Seinszweck der Organisation verankert. Schauen wir uns den Governance-Meeting-Prozess an. Als ein Beispiel, noch einmal, jeder dieser Ebenen hat einen ganz eigenen, klar beschriebenen Prozess. Und vielleicht, was ich an der Stelle noch dazu sagen muss, ist, in der Holacracy gibt es ganz bestimmte vorgegebene Rollen, die immer zu besetzen sind. Und eine Rolle davon ist, also die zwei Rollen sind die Verbindungsrollen von einem Kreis zum anderen. Und eine weitere Rolle ist der Moderator von den Meetings. Der wird gewählt aus jedem Kreis. Und die Aufgabe des Moderators ist es, bedingungslos auf den Prozess zu achten. Der Moderator hat null inhaltliche Verantwortung, hat null inhaltliche Autorität, sondern nur den Prozess zu halten. Und der Prozess ist deswegen so wichtig, weil genau der Prozess das ist, was sicherstellt, dass jede einzelne Person in einem Kreis den Raum zur Bearbeitung der jeweiligen Spannung bekommt. Und diese Sicherheit, das ist das, worauf Menschen in einer holokratischen Organisation sich bedingungslos verlassen können, weil es eben nicht der Mensch ist, der führt, sondern es ist der Prozess, der führt. In einem Governance-Meeting sieht das so aus, am Beginn gibt es eine Check-in-Runde, das führt dazu, dass wir alle hier präsent gleichzeitig gut ankommen können. Dann gibt es administrative Themen nur in Bezug auf das, was dieses Meeting anbelangt. Und dann wird die Agenda gebaut. Und die Agenda wird so gebaut, dass im Kreis eine oder einer nach dem anderen auf Zuruf mit einem Stichwort ein Thema auf die Agenda schreiben lässt. Da ist noch überhaupt nicht die Frage, worum es hier eigentlich geht. Jeder, der etwas, ein Thema einbringen will, eine Spannung einbringen will, jeweils immer, ob er jetzt im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn geht, auf Zuruf und der Moderator listet das auf. Und wenn es keine Zurufe mehr gibt, ist die Agenda fertig. Und dann wird Punkt für Punkt in der Reihenfolge, wie zugerufen wurde, behandelt, wird jeder Punkt behandelt und zwar im Rahmen des sogenannten integrativen Entscheidungsprozesses. Der integrative Entscheidungsprozess funktioniert so, wenn ich eine Spannung eingebracht habe, dann erkläre ich erst einmal, was ich denn eigentlich gemeint habe, was meine Spannung ist und, das ist auch meine Verantwortung, bringe gleichzeitig auch einen Vorschlag ein, wie ich eine Lösung sehen würde. Wie wäre es für mich gut? Wie wäre meine Spannung aufgelöst?
Das ist meine Rolle, wenn ich als Teilnehmer in diesem Kreis eine Spannung definiere, muss ich mir im Vorfeld schon auch überlegen, wie ich es denn gern anders hätte, damit für jeden in diesem Kreis klar ist, wo die Spannung denn eigentlich liegt. Wenn ich das gemacht habe, dann geht in der Runde durch die Klärungsfragen, da geht es nur um Klärungsfragen, wenn wir zugehört haben und irgendetwas nicht verstanden haben. Und dann gibt es eine Reaktionsrunde. Jeder und jede im Kreis hat die Möglichkeit, auf das, was wir jetzt hier gerade gehört haben, zu reagieren. Wie geht es mir damit? Was halte ich davon? Ganz egal. Und jeder, der was sagen möchte. Wenn derjenige oder diejenige, also wenn ich jetzt sage, ich habe diese Spannung eingebracht, ich habe klärende Fragen beantwortet, ich habe eine Reaktionsrunde gehört, dann habe ich die Möglichkeit, meinen Vorschlag zu adaptieren. Und dann steht dieser Vorschlag da und dann gibt es eine Einwandbehandlung. Und das hatten wir heute schon. Es gibt den validen Einwand, der nach ganz bestimmten Kriterien ein sachlicher Einwand sein muss. Und es gibt auch beschrieben ganz klare Fragen, die dem Moderator zur Verfügung stehen, um abzuklären, ob es als ein valider Einwand gilt oder nicht. Wenn die Einwandrunde durch ist, kann der oder diejenige wieder den Vorschlag adaptieren, die Einwände integrieren. Das ist genauso, wie wir vorhin schon gehört haben, in ganz vielen Fällen ganz wertvolle Information. Und wenn es dann keine Einwände mehr gibt, ist die Sache entschieden und die oder derjenige, dessen Spannung das hier war, sagt, okay, jetzt ist die Spannung für mich aufgelöst, dann schließt sich der Raum für diesen Punkt und wir gehen zum nächsten Punkt. Und wenn die Punkte auf die Art und Weise durchgearbeitet sind, und ich hoffe, dass da im Nachhinein noch ein paar Fragen dazu kommen, wie das denn so ist, da würde ich ganz gerne aus der Erfahrung ein bisschen was erzählen, dann gibt es eine Abschlussrunde, fertig. Noch einmal, es gibt einen Moderator in jedem Meeting, im operativen Meeting und im Governance-Meeting, dessen Aufgabe ist es, den Prozess zu führen. Ergebnisse auf der Governance-Ebene sind ausschließlich die Bestimmung von Rollen und die Besetzung von Rollen, die Nennung der Verantwortlichkeiten oder die Adaption, Anpassung, Erweiterung oder wie auch immer von Verantwortlichkeiten dieser Rolle und von Richtlinien und von Erfordernissen, was die Zusammenarbeit anbelangt. In der Governance wird nicht am Inhalt gearbeitet. In der Governance heißt es, wie arbeiten wir zusammen und im Tactical heißt es, was machen wir und was machen wir für nächste Schritte. Das ist ganz wichtig in der Holokratie, dass diese Ebenen getrennt sind. Auch in der Holacracy schauen wir auf Organisation in Kreisen. Jeder Kreis definiert, hat einen Umfang. Das heißt, wir sind fürs Marketing zuständig, wir sind für wie auch immer. Es wird der Bereich, der Verantwortungsbereich dieses Kreises wird definiert. Jeder Kreis definiert sich selbst, das eigene Kreisziel, ausgerichtet am Seinszweck der Organisation. Und wenn wir das jetzt anschauen, dann ist die Holokratie oder die Holarchie eine natürliche Hierarchie und auch eine organische Hierarchie. Es ist eine natürliche Hierarchie, die sozusagen auch an der Hierarchie der Natur angepasst ist. Und zunehmender Ganzheit heißt, dass natürlich, wenn Organisationen wachsen, Kreise wachsen, die Themen differenziert sich, dann bilden sich daraus wieder Unterkreise und daraus möglicherweise wieder Unterkreise. Und das ist sozusagen die zunehmende Ganzheit der Hierarchie. Die Holarchie, abgeleitet aus dem Wort Holon, aus dem Griechischen, das Ganze, das wieder ein Teil eines Ganzen, das wieder ein Teil eines Ganzen ist. Wenn wir jetzt heute anschauen, wie lineare Hierarchien üblicherweise aufgezeichnet sind und wir wollen das überführen in eine holarchische Organisation, setzen wir einfach die Kreise darüber. Das sind Leitungskreise, allgemeiner Unternehmenskreis und operative Kreise. Und wie schon zuvor gesagt, werden die in beide Richtungen, ich weiß nicht warum, vorhin habe ich festgestellt, auf der Folie fehlen die Kreise herunter zu. Also es gibt jeweils diese Doppelverbindung zwischen den Kreisen, die sicherstellt, dass der Informationsfluss durch die gesamte Organisation läuft. Wenn ich das zusammenfassen darf, dann geht es in der Holarchie darum,
vom Ziel, das eingebettet ist in den Core Purpose, hin zur Handlung zu kommen. Jeder Kreis definiert sein eigenes Ziel, das im Seinszweck eingebettet ist. Anschließend wird im Strategie-Meeting die Frage beantwortet, mit welchen strategischen Initiativen und mit welchem Angebot wollen wir das erreichen. Anschließend wird in der Governance festgehalten, welche Rollen brauchen wir dazu, mit welchen Verantwortlichkeiten, Befugnissen und Richtlinien. Das wird beschrieben in der Governance. Und dann geht es darum, die Projekte, das eigentliche Arbeiten in Projekten, im operativen Meeting immer wieder abzustimmen. Natürlich bitte noch einmal, die Meetings ist eine Sache, ja, es ist natürlich nur ein Teil, aber die Meetings setzen die Punkte und die Rahmenbedingungen, damit das Ganze einwandfrei funktionieren kann. Und dann heißt das für jeden Einzelnen, dass ich die nächsten Schritte, die beschlossen worden sind und die ich gerne setzen möchte, dynamisch ausführen kann. Das Ganze ist sozusagen ein System, das extrem flexibel und dynamisch auf Veränderungen im Kontext, auf Anforderungen, die heute da sind und morgen vielleicht nicht mehr oder die morgen da sind und heute noch nicht da sind, ein System, das in hoher Flexibilität, hochdynamisch durch die Komplexität, die wir heute in den Umfeldern finden, leiten kann. Ich habe mich sehr bemüht. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe. 20 Minuten. Super. Ja, danke vielmals noch. Ja, also ich habe jetzt nicht gesehen, wer zuerst aufgezeigt hat. Ja. Das heißt, ohne Spannung keine Hula-Kaffee? Ja. Oh, ohne Spannung wunderbares Arbeiten. Also keine Hula-Kaffee. Naja, die Frage ist. Für mich war das durchgängig, dass es eigentlich eine Spannungsauflösung in jeder Form des Kreises geht. Naja, wenn wir heute uns anschauen, was die Komplexität und die Dynamik auf den Märkten oder oft in den Kontexten, in denen wir uns bewegen, anbelangt, so können wir mal davon ausgehen, dass es keine fixe Arbeit, keine fixen Projekte gibt, sondern dass wir ununterbrochen in irgendeiner Form abstimmen müssen, wer übernimmt jetzt diese Rolle, was haben wir hier für neue Ideen, es geht auch um Innovation, also das sind so die Schlagworte, mit denen wir ja heute ununterbrochen konfrontiert sind, und das heißt, dass wir heute ja ununterbrochen gefordert sind, dynamisch anzupassen für das, was wir brauchen. Und wenn Sie sagen, es gibt eine Organisation, die stabil in einer Form mit sozusagen immer den gleichen Rollen und Verantwortlichkeiten und den gleichen Tätigkeiten so über längeren Zeitrahmen funktionieren kann, dann würde ich sagen, nein, dann brauchen wir keine Hula-Kaffee. Die Realität lehrt uns nur, dass es eigentlich anders ist. Ja? Aber bestimmt, wie Die Verbindungen, die Links, ja, die werden gewählt. Also aus den Teams heraus. Ja, aus den Teams heraus. Also für mich ist die Schlüsselfunktion sind die Leiter eigentlich der verschiedenen. Entschuldigung, ich habe es akustisch nicht gehört. Für mich sind die Schlüsselstellen einfach die Leitungsfunktionen. Es gibt keine Leitungsfunktionen. Genau, also ich sage mal, die Generation über 45 ist ja sehr hierarchisch geprägt. Ja. Ja. Also wie schafft man, dass man diese Persönlichkeiten erstens mal dafür gewinnt, dass Entscheidungen in Gruppen getroffen werden, auf einer gleichberechtigten Ebene? Und wie schafft man, dass Leute, die, sage ich mal, 20 Jahre in die Hand sozialisiert worden sind, sich bewusst zu werden, welche Muster sie folgen, eben, also es gehen jetzt mal eben Seilschaften, Mobbing, Budgethoheit und diese ganzen, sozusagen, das, was so viele Verreibungsverluste einfach in der Organisation verursacht. Ich weiß jetzt nicht, waren es 2, 3 oder 4 Monate, eine Studie gelesen, nein, im Fernsehen, glaube ich, gehört, dass angeblich zwischen 50% und 60% aller Führungskräfte in den Organisationen heute Psychopharmaka nehmen.
oder Alkoholprobleme haben. Also ich finde das in höchstem Maße bedenklich. Ich glaube, dass es viel mehr Menschen gibt, die sehnsüchtig ja, so etwas annehmen würden, wenn sie darüber wüssten, wie angenehm und wie fein das so ein Arbeiten ist. Ja, ich bin bei Ihnen. Wir sind alle, die wir solche Ideen vertreten, sind Pioniere, aber es kommt. Es gibt Organisationen, die sich auf das einlassen. Wir begegnen einem riesigen Interesse, werden eingeladen, in Organisationen hinein Vorträge zu halten. Und ich glaube, es gibt so etwas wie eine Grundsehnsucht nach Erleichterung. Und es gibt Menschen, die werden sich nie auf das einlassen. Und die werden aber mit der Zeit, es wird wohl noch ein paar Jährchen dauern, das hält uns nicht auf, sie werden mit der Zeit die Organisationen verlassen. Es kommen sehr viele engagierte, gut ausgebildete, junge Menschen in die Organisationen hinein, die lassen sich manche Dinge einfach schlichtweg nicht mehr gefallen. Und sie kommen in Führungspositionen. Ja, bald hoffentlich. Ja, es ist ein... eines ist sicher klar, wenn nicht nach den alten hierarchischen Systemen ganz an der Spitze entschieden wird, jetzt machen wir es anders, dann wird es sehr schwer. Also wir erleben das schon auch, ich habe ein ganz konkretes Beispiel in einem multinationalen Konzern, wo es Produktionsstätten in unterschiedlichen Teilen der Welt gibt, die sagen, wir sind jetzt, ja, es hat heute schon geheißen, ja, wenn Zentralisierung gefährdet ist, wird es noch mehr zentralisiert und die in der Zentrale haben keine Ahnung, was an der Peripherie draußen passiert. Das ist doch die Realität. Die machen sich ihre dynamischen Kreisstrukturen, ich habe das mit Faszination wahrgenommen, die machen mehr oder weniger genau das und haben es nicht mal gelernt. Ja? Also es passiert enorm viel in den Organisationen. Also es besteht Hoffnung. Ja. Ja, das ist das, was uns antreibt. Es ist, also aus unserer Sicht besteht nicht Hoffnung, es geht dorthin. Und in dieser oder in dieser und in vielen ähnlichen Formen. Für uns heute, wir sind ja die ersten österreichischen Lizenzpartner von Holacracy und sind sehr stolz darauf. Es wird noch andere geben, hoffentlich bald. Und Holacracy ist eine wunderbare Antwort. Und die Soziokratie ist eine andere wunderbare Antwort. Und hoffentlich wird es noch viele andere geben. Und wir können uns nur vernetzen und schauen, dass wir gemeinsam wirken in die Richtung. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Ich bin überzeugt davon. Und finde ich systemisches Kommunizieren eine exzellente Methode. Systemisches Kommunizieren wurde vor dem ehemaligen IBM, also Mitarbeiterin, entwickelt. Also ich habe sehr auf den Bereich von Gewichten und Finanznachteile und systemisches Kommunizieren ist eine Methode, in der man sehr viel an diesen spannenden Reibungsverlusten, die ich eliminieren kann, die ganz einfach. Sie haben letztes Mal, glaube ich, einen Vortrag darüber gehabt. Ne? Ja, ich habe sehr empfehlen. Ja, danke. Aber ich glaube, es gab noch andere Fragen. Ja. Ich habe den Überblick über die Reihenfolge, aber ich glaube, Sie waren, glaube ich. Ja? Für mich gibt es eine Detailfrage. Sie haben vorher genannt, dass es valide Einwände sind, sachliche Einwände. Wo bleibt die emotionale Ebene in dem Ganzen? Weil ich kann auch grundsätzlich einfach emotional einen massiven Einwand haben, den ich vielleicht nicht sachlich argumentieren kann, aber trotzdem ist er da. Darf ich Sie mal, was wäre so ein emotionaler Einwand? Also ein ganz konkretes Beispiel, das ich erlebt habe, ist, es geht darum, einen Ort für einen Workshop zu finden und von einem von denen, die mit systemisch konsensieren, kommt massiv der Einwand, ich weiß, ich habe jetzt kein sachliches Argument dagegen, aber ich fühle, das ist nicht der richtige Ort. Ja, ich fürchte, das ist nicht valide. Und für mich sind aber die Gefühle ein ganz ein wichtiger Indikator. Ja, das also das stimmt ist schon. Sowas wie eine Intuition und die muss natürlich in solchen Systemen auch Platz haben. Ja, und ich finde trotzdem, dass es muss ja etwas geben, was dieses Gefühl auslöst. Also dann ist die Frage, was ist der nächste machbare Schritt, den wir tun können? Was ist der nächste machbare Schritt? Der könnte jetzt sein, okay, bevor wir diese letztendliche Entscheidung treffen, schauen wir, ob das und das der Fall ist. Dann treffen wir halt noch nicht diese Entscheidung. Ja?
Es hat schon einen Sinn, ja, also es darf schon auch sein und ich denke auch in Kreisen wird das sein, aber die Frage ist immer, was ist der nächste machbare Schritt? Ja. Dann habe ich noch eine Frage. Sie meinen, das ist irgendwie so dynamisch reagieren möglich. Wann wird ein Meeting einberufen? Weil es werden in den Meetings werden gewisse Schritte vereinbart. Ja. Und wenn ich jetzt, so wie Sie das vorher im Fahrradbeispiel genannt haben, wenn dann sich etwas in der Realität anders entwickelt, als ich es geplant habe, wird dann sofort ein Meeting einberufen? Nein, also ganz grundsätzlich gilt, dass so Organisationen sich dazu eigene Rhythmen geben. Ja? Also wenn wir zum Beispiel sagen, wenn ich sage, also in etwa, ja, wir haben jetzt so, hier haben wir eine Zeitachse und hier haben wir die Quartale und das wäre ein Jahr, ja, dann wäre zum Beispiel der Rhythmus für eine Strategie könnte halbjährlich oder quartalsmäßig sein, ja. Ein Governance-Meeting findet in der Regel monatlich statt, in der Regel, und die Tacticals finden wöchentlich statt. Das sind die operativen. Das sind die operativen, danke. Ja? Die operative Meetings finden wöchentlich statt und weil sie wöchentlich stattfinden, geht das auch ganz schnell. Also das ist, da schwingt sich das System auf diesen Prozess ein und es kommen die Leute zu den Meetings, die im Übrigen sowohl bei uns als auch in vielen Organisationen durchaus auch virtuell stattfinden können mit der entsprechenden technischen Basis und aufgrund des klaren Prozesses, jeder weiß, wie das abläuft, jeder weiß, was er einzubringen hat, jeder weiß, dass wir dann im Nachhinein am Ende eines Tactical Meetings eine Liste haben von Next Actions. Die kriegen alle, jeder nimmt sich seine heraus und arbeitet ab. Es gibt eine Basis, wo alle Projekte transparent gemacht werden und an denen entlang wird gearbeitet. Und die Organisation schwingt sich total auf das ein. Wenn zwischendurch zum Beispiel bei der Governance, ja, wenn es zwischendurch eine dringende Governance-Entscheidung bringt, also eine Entscheidung, die beschreibt, wer macht was und ist wofür verantwortlich, dann kann jeder Mensch zu jeder Zeit ein Governance-Meeting einberufen oder eine governance-relevante Eingabe machen über E-Mail. Es ist alles beschrieben. Es gibt eine hologratische Geschäftsordnung, wo alle Prozesse beschrieben sind. Aber eben nur die Prozesse. Und da wird keine Machtbefugnis, es gibt auch die Prozesse und bestimmte Rollen, die einfach fixiert in der hologratischen Organisation sind. Entschuldigung, mit der Zeit legen wir wieder. Darf ich Ihnen zwei, drei Fragen noch bitten? Ja, ich glaube, Sie haben. Ja, meine Frage war, die Schiene, was Sie aufgezeichnet haben, Feedback ausprobieren. Ja. Ich habe gemeint, es gibt keine Ziele. Dann war allerdings der Seinszweck ist das Ziel. Seinszweck ist der Daseinszweck der Organisation. Ist das, was die Organisation in die Welt bringt. Okay, und das Ausprobieren ist ja auch auf die Ziele nachher hin ausgerichtet. Nein, das Ausprobieren ist aufs operative Tun ausgerichtet und natürlich auf die Governance. Aber wenn Sie wollen, auf alles. Es ist sozusagen, die Frage ist, dass jede Entscheidung, die in dieser Organisation getroffen wird, von der Haltung her, ist, wenn sie sich als nicht mehr hilfreich erweist, revidierbar, veränderbar, rücknehmbar oder wie auch immer. Das ist das Thema. Aber ist da der Unterschied zu diesem Client Object Act Artikel, den man auch in der Qualitätssicherung oder im Projektmanagement und so weiter hat, oder ist das ein ganz anderes Konzept? Na, grundsätzlich ist es, also ich weiß jetzt nicht genau, wovon Sie reden, ja, aber es ist im Wesentlichen ist es das Gleiche. Und vielleicht möchte ich. Vorgekommen sind in diesem Zirkel, Thomas, also Papier. Und ich glaube, was ich auch noch gerne ergänzen möchte, auch auf Ihre Frage hin, noch einmal die Frage nach dem Seinszweck. Auch der Seinszweck ist evolutionär. Es ist Aufgabe des obersten Leitungskreises, immer sicherzustellen, ob der Seinszweck der Organisation mit dem Kontext noch gut
in Verbindung steht. Ja, aber es ist im Prinzip ein kybernetischer Regelkreis. Aber das ist auch ein Regelkreis. Ja? Also dass die Information von draußen kommt in die Organisation. Das ist zum Beispiel Aufgabe des obersten Leitungskreises, des Vorstandskreises. Wenn dieser Moderator, wie wird der bestimmt oder ist es eine bestimmte Person, die das gelernt hat, beziehungsweise hat durch das Busmünchen aufgestoßen, hat es so quasi der und die Moderatorin, passen darauf auf, dass jeder so viel Raum hat, dass seine Spannung gehört wird. Das heißt, man kann davon ausgehen. Das heißt, es ist so die Delegation von dem, dass es mir gut geht, weil ich bin doch selber verantwortlich, dass es Ja, das ist gut, dass Sie das fragen. Offensichtlich habe ich das missverständlich ausgedrückt. Der Moderator ist nicht dafür zuständig, dass es irgendjemandem gut geht, sondern das sind wir schon selber. Der Moderator ist zuständig, dass der Prozess gehalten wird, eingehalten wird. Das heißt, dass nicht reingeredet wird, dass nicht in eine Diskussion abgeglitten wird, dass hier nicht sogenannter Crosstalk stattfindet, ja, der sozusagen eh wieder dazu führt, dass wir endlose lebende Meetings haben, wie wir sie ja heute ausreichend kennen. Der Prozess. Die einzige Aufgabe der Moderatorin und des Moderators ist es, auf den Prozess zu achten. Ob es mir gut geht oder nicht, ist dem Moderator, muss ihm egal sein. Ja? Da bin ich schon selber dafür zuständig. Darf sich der Moderator in den Diskussionen auch einbringen, also mit Ideen und Vorschläge? Okay, ja. Das ist eine große Fähigkeit. Ah, Sie haben auch gefragt wegen Lernen. Ja? Ja. Wenn ich das jetzt aus unserer Sicht betrachte, wenn wir Implementierung begleiten, geht es darum, dass sozusagen jemand, der es gelernt hat, eine Zeit lang die Moderationsrolle übernimmt. Und dann ist die Frage, dann wählt jeder Kreis, wählt sich den eigenen Moderator. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Learning by doing, wenn unter Coaching-Begleitung von so jemandem wie uns. Oder die Personen gehen eigentlich in eine Holacracy-Ausbildung und werden auf die Art und Weise ausgebildet. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Tatsache ist aber, bestimmend tut der Kreis immer selber, wer Moderator ist. Das wird gewählt auf eine bestimmte Zeit, kann aber auch vorzeitig abgewählt werden. Also das ist das. Noch dazu. Ich habe jetzt eine Frage zur Größe. Und zwar, ich kenne jetzt immer so Gruppengrößen. Das ist einmal auf jeden Fall unter 10, würde ich sagen. 10, 12. Oder um die 10 oder vielleicht sogar einer. Die Frage ist jetzt nur, wenn ich jetzt eine Organisation habe, oder es ist jetzt immer eine Voraussetzung, dass eigentlich schon die Firma da ist oder die Organisation schon da ist und man fühlt jetzt was anderes ein. Wenn sich das aber erst ergibt, das heißt, man beginnt neu mit etwas und das sind schon 50, 100 Interessierte dran, die auch das gleiche Ziel verfolgen möchten grundsätzlich, wie geht man da dann heran? Weil das sind ja dann nicht die 10, die einen Kreis bilden, sondern das sind 50 oder vielleicht sogar 100, die schon an einem Ziel arbeiten würden. Also die noch keine Struktur haben. Meinen Sie jetzt, wenn das von der Bewegung in eine Organisation geht, genau, so wie das sind ja jetzt die Frage auch bei der Gemeinwohlbewegung? Ja, genau, auf das ziehe ich. Ja? Also ich würde mal sagen, das ist ein, so schrittweise. Ja? Entscheidend ist, wer hat zurzeit sowas wie eine Leitungsfunktion. Ja? Und diese Menschen, das werden ein paar sein, würde ich einmal sagen, diese Menschen müssen sich einmal der holakratischen Geschäftsordnung verschreiben. Die müssen mehr darüber lernen, müssen wissen, was das heißt und müssen sich dem, ich sage es jetzt ein bisschen plakativ, verschreiben. Ja? Und dann ist die Frage, dass man, es gibt ja sicher schon sowas wie eine Art, ja, diese Leute machen eher das, diese Leute machen eher das. Und das wird, und dass man das, das kann man nur aus dem heraus entwickeln, ja, funktional entwickeln. Und das kann man, und das also ich meine, wir, unser Beispiel ist so, wie kann man, wie fängt man sehr klein an und fängt an zu wachsen, das ist auch sehr spannend. Ja. Ja, das machen Sie ja mal mit zwei Leuten eine holakratische Organisation. Ja, aber es funktioniert. Zwei ist das Minimum, dann funktioniert es. Das ist eine Spannung.
Zwei genügend für Spannungen. Genau so ist es. Ja, also, ja, wir sagen ja immer wieder, das eigene Learning, die eigene Erfahrung ist eine grundsätzliche Voraussetzung, also ohne den geht es gar nicht. Das geht stufenweise. Das muss jetzt nicht, wir müssen das nicht auf dem Reißbrett planen und dann wird das drüber gestülpt, sondern einfach schrittweise. Beginnt einfach in einer, ich würde mal sagen, in der obersten Einheit gehört das einmal implementiert und dann wird es nach und nach in die Organisation hineingetragen. Das ist ein bisschen Zellteilungsphänomen. Ja, schon, aber die erste obere Einheit ist ja auch irgendwie ein Schaden, das stimmt schon. Ja, also von dem geht man aus. Es gibt sowas. Ja. Also das sind bei manchen Organisationen ist nur einer, bei manchen sind es zwei, drei, aber mehr als zehn. Ich möchte mich nur sehr gerne noch ein paar Abschlussworte sagen, und zwar vielen lieben Dank für den Vortrag, für alle drei Vorträge, sie waren sehr interessant. Zweitens wollte ich gerne noch sagen, wir würden uns freuen, wenn Sie auf die Gemeinwohlökonomie neugierig werden täten. Das wäre unsere Homepage. Und da gibt es einen Unterpunkt und wir sind das Energiefeld Wien. Und einmal im Monat haben wir ein Atelier, wo man uns kennenlernen kann und Fragen stellen kann. Beim Energiefeld Wien werden wir auch das Video draufstellen. Das heißt, man kann es auch weitererzählen oder nochmal anschauen, wenn man das gerne nachschauen möchte. Was ist das? Facebook-Teil. Facebook haben wir auch. Genau. Ah, oh ja, genau. Und dann möchte ich mich sehr gerne noch bei Nico bedanken, die diesen Vortrag organisiert hat. Dazu wollte ich gerne Nico zitieren, weil sie etwas sehr Schönes gesagt hat, und zwar, wir finden es sehr schön, dass uns die Vortragenden ihre Zeit schenken und ihr Wissen und ihre Erfahrung, dass ihr Zuhörenden uns die Aufmerksamkeit schenkt und unseren Vortragenden. Mir, die es geschafft hat, nur zu moderieren. Der Nico, dass sie das organisiert, dass wir Video haben, das ist auch super. Und überhaupt das Wichtigste, dass wir alle unsere Zeit uns genommen haben, hier zu sein. Danke.